Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Videobeitrag. Heute wird es um die Frage gehen: VCL und FMX Komponenten mixen, ist das möglich? Diese Frage bewegte mich kürzlich mal wieder im Zusammenhang mit einer anderen Frage: PDF-Anzeige in FMX. Da sieht es momentan noch nicht so gut aus auf dem Markt. Es gibt zwar tolle Lösungen, die wir kennengelernt haben, beispielsweise auf den Delphi-Tagen 2010. Da war der Anbieter Gnostis da und hat sein Produktportfolio angeboten, das ich mir auch direkt zugelegt habe. Da gab es ein tolles Angebot. Bis Ende September gilt das auch noch für alle Besucher der Delphi-Tage. Und ich habe dann auch direkt in meinen VCL-Programm angefangen, ein paar Sachen einzubauen. Hier in meinem E-Mail-Programm kann man also ganz flexibel das innerhalb der Fenster anzeigen lassen oder eigene Dialoge aufrufen und so weiter und so fort. Und das hätte ich ganz gerne auch in FMX-Anwendungen. Bislang hatte mich auch in den VCL-Anwendungen immer schon genervt, dass Adobe bei den ActiveX-Komponenten ständig was ändert, von jeder Änderung zu jeder Änderung irgendwas nicht mehr funktionierte und man immer nachjustieren musste. Auf der Windows-VCL-Basis habe ich das mit den Gnostis-Komponenten jetzt nun wunderbar gelöst, aber wie sieht es unter FMX aus? Gut, der Gnostis-Hersteller hat gesagt, ab Oktober, November wird es auch die ersten Lösungen für FMX geben unter Mac, Windows und iOS. Allerdings erstmal nur mit der Wir-Komponente. Das heißt, man muss wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis man alles hat. Daher war nochmal die Frage, wie kann man dann bislang die Sachen vielleicht doch mixen, indem ich also diese VCL-Komponente für die PDF-Anzeige irgendwie in mein FMX-Programm zumindest unter Windows schon mal einbauen kann. Und da gibt es tatsächlich eine Lösung, und zwar die lautet dann von RemObjects Hydra zusammen mit Gnostis. Sowohl bei den Gnostis als auch bei den Hydra Produkt gibt es umfangreiche Beispiele dabei. Hier hatten wir beispielsweise bei Gnostis das Viewer-Beispiel, das hatten Sie eben schon mal kurz gesehen. Das ist also im Prinzip das Fenster, was ich gerne, das VCL-Fenster hier, was ich gerne in meine FMX-Anwendung einbauen möchte. Und dazu rufe ich mal gerade das PC-Rechnungsprogramm auf, das Sie kennen. Da hatte ich bislang auch eine Lösung mit dem Acrobat-Reader integriert. Und allerdings war es so, wie ich gerade erwähnt habe, dass da auch Acrobat wieder was geändert hatte. Und ich habe hier auch schon auf der Delphi Praxis berichtet. Durch die Änderungen in dem ActiveX Control funktionierte die ganze Anzeige mal wieder nicht. Es gab zwar einen Link hier auf einen umständlichen Workaround, aber es fragt sich, wie lange hält das Ganze. Also ich habe da wirklich keine Lust mehr zu, mit dieser Variante zu arbeiten. Und daher die Überlegung, wie integriere ich das? Ich habe es gerade schon mal erwähnt. Gnostis wäre also die PDF-Anzeige-Lösung. Und die Frage ist also, wie bekomme ich die ganze Geschichte in meine FMX-Anwendung rein? Hier, das ist die Hydra-Lösung von RemObjects. Da können Sie mal hier auf diese Seite gehen. Da ist im Einzelnen ein kleines Video und auch beschrieben. Also man kann im Prinzip nicht nur VCL und FMX mixen, man kann also auch hier WinForms, Silverlight, WPF-Formulare und so weiter und so fort mixen. Das heißt, ich kann in meine VCL-Anwendung, was sogar eine Delphi 7-Anwendung noch sein kann, kann ich eine Delphi XE5 oder sogar XE7 FireMonkey Komponente letzten Endes einbauen in mein Programm und ich bin da vollkommen flexibel. Ich muss nicht meinen ganzen Code, den ich hier unter Delphi 7 oder 2007 haben, jetzt auf die Unicode-Version umstellen. Ich kann also alles, was läuft, beibehalten und nur sinnvoll ergänzen, wo es also notwendig ist. Hier gibt es ein paar kleine Videos, die können sich alle anschauen.
Ich zeige Ihnen mal, wie ich das konkret gelöst habe. Sie brauchen ganz am Anfang den FMX Module Manager. Den finden Sie hier, kann man jetzt gerade schlecht sehen, auf der REM Objects Palette. Hier der Module Manager. Und den füge ich hier einfach in meine Hauptform ein. Was der macht, dazu komme ich später. Jetzt wechseln wir mal zu der Form, wo ich das letzten Endes angezeigt bekommen möchte. Und zwar ist es hier auf dieser Seite. Ich habe also hier das Rechnungsformular, wo man hier den Adressat eingeben kann, die Artikel, die Rechnungsdetails und den Auftrag. Hier kann man also die Rechnung selber, die als PDF-Datei erzeugt wurde oder auch eingegangene Bestellung als PDF anzeigen. Und hier verwendet man am besten ein T-Layout-Element, in das wir dann später ein Plugin einfügen, das wir mit dem Hydra-System erzeugt haben. Also das ist jetzt hier die FMX-Variante, wo ich dann halt die Möglichkeit habe, eine Rechnung zu bearbeiten oder anzuzeigen. Und hierum geht's. Hier haben wir also die Rechnung in Form einer PDF-Datei, die ich hier anzeigen lassen kann. Kann das in unterschiedlichen Größen und Ausmaßen mir anzeigen lassen. Kann hier direkt eine Druckausgabe starten, kann es direkt speichern, kann es rotieren, wenn es mehrere Seiten wäre, hier zu den entsprechenden Seiten springen. Also eine wunderbare Lösung, wo ich kein Adobe zu brauche, kein installiertes PDF-Anzeigeprogramm. Ich bin vollkommen autark, ist also eine wunderschöne Sache. So, also jetzt nochmal zu der Lösung zurück. Hier in dem Programm gehen wir mal an die Stelle, wo das alles erzeugt wird. Also wenn jetzt dieses Register Auftrag angezeigt wird und die Datei zu dem PDF-Namen tatsächlich existiert, werde ich hier diese Layout-Komponente flächenfüllend anzeigen lassen. Und prüfen, ob hier das Plugin schon erzeugt ist. Und wenn nicht, dann teste ich zunächst, ob das Modul schon geladen ist, wo dieses Visual-Plugin drin ist. Das ist halt diese Funktion. Die prüft einfach nur, ob dieser Modul-Manager hier schon ein Modul geladen hat oder nicht. Wenn das nämlich gleich 0 ist, ist also noch nichts geladen. Und er soll hier in diesem Fall die PDF-Viewer-Plugin DLL laden und gibt dann das entsprechende Ergebnis zurück. Und wenn er also festgestellt hat, dass alles okay ist und das Modul geladen ist, kann dann hier mit dem Modul-Manager das visuelle Plugin erzeugt werden und wird in dem Fall dann auch automatisch angezeigt in der Form. Jetzt ist also noch die Frage, wie man diese Plugins erzeugt. Das ist hier auch ganz einfach. Da bietet Hydra eine mitgelieferte Möglichkeit, Lösung. Wir klicken dazu auf Datei, Neu, Weitere und wählen hier einfach Plugin-Modul aus. Ich mache das mal gerade, mache das aber nicht ganz zu Ende, weil ich ja schon eins erzeugt habe, aber ich zeige es nun mal bis zu dieser Stelle. Sie werden also mit einem entsprechenden Dialog durch das Verfahren geführt und können zunächst dann hier das Verzeichnis auswählen, wo das Plugin gespeichert werden soll, können dann entscheiden, möchte ich ein FMX oder ein VCL-Plugin sozusagen hier integrieren, da wir ja ein VCL-Plugin hier installieren wollen, lasse ich das hier angeklickt, klicke auf Weiter. Hier kann man noch verschiedene Namen angeben, wenn man möchte. Man kann es aber auch so belassen. Klickt nochmal weiter
Und wenn man jetzt auf OK klicken würde, dann würde quasi ein neues DLL-Projekt angelegt werden. Das schenke ich mir mal, weil ich das ja schon gemacht habe. Und zwar kann man das hier auf der rechten Seite mal erkennen, wenn ich hier das Rechnungsprojekt mal ein bisschen zumache. Hier haben wir also das erzeugte PDF-Viewer-Plugin und können mal schauen, wie das aussieht. Das ist also im Prinzip einfach die Form, die Sie eben schon gezeigt haben. Die einzelnen Elemente, die habe ich hier in die entsprechende DLL eingefügt. Und diese DLL wird dann halt, wie Sie eben gesehen haben, über den Modulmanager zu einem bestimmten Zeitpunkt geladen und daraus das Plugin erzeugt. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Sie können sich auch insbesondere unter YouTube oder auch auf der Seite von RemObjects hier ist der Link, anschauen, wie das Schritt für Schritt bei einem neuen Projekt angezeigt wird. Da kann man das vielleicht noch ein bisschen besser nachvollziehen, als hier bei einem bestehenden Projekt, wie das eingebunden wird. Mir war halt hier nur mal wichtig, Ihnen zu zeigen, dass man das auch so gestalten kann, dass man den Modulmanager auf das Hauptformular legt und in den einzelnen entsprechenden weiteren Dialogen, die man benötigt, dann jeweils hier eine Instanz von einem Plugin aus so einer DLL erzeugt und dann hier integriert. Ja, zusammenfassend kann man wirklich sagen, dass einem alle Wege offen stehen mit diesen Mixmöglichkeiten. Sie können sowohl in VCL-Anwendungen FMX-Komponenten einbauen, als auch umgekehrt. Und es gibt letzten Endes keine Grenzen hier. Ich wollte Ihnen auch noch mal kurz zeigen, die Beispiele, die bei der Hydra-Komponente mitgeliefert werden. Das ist ein bisschen versteckt unter Users, Public Documents, RemObjects, Samples und hier ist also Hydra for Delphi und hier sind verschiedene Beispiele, die man sich mal anschauen kann und hier wäre natürlich FireMonkey-Lösungen von besonderem Interesse. Schauen Sie mal rein, es bringt einen wirklich hoffentlich weiter und ich hoffe, dieser Videobeitrag war auch für Sie interessant, um mit den Gnostis-Komponenten vielleicht auch für Sie und mit den Hydra-Komponenten Ihre Produkte einen Schritt weiter voranzubringen. Das war's für heute. Tschüss.